Ja, hallo Gabi. Hallo Stefan. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr reinschaltet bei unserer aktuellen Ausgabe des Heimtier-TV. Und vielleicht hat der eine oder andere auch schon unseren Podcast, unseren Heimtier-Podcast entdeckt oder eben auch schon mal durchs Heimtier-Journal geblättert, das ihr bei Zookauf bekommt. Dazu laden wir euch natürlich auch herzlich ein, aber schön, dass ihr jetzt hier an dieser Stelle auf YouTube gelandet seid. Und heute ist das Thema wirklich, sagen wir mal, ein bisschen größer dimensioniert, denn es geht um große Rassen. Große Rassen, genau. Hunde und große Katzenrassen. Genau. Jetzt muss man nicht unbedingt sagen, jemand, der einen großen Hund oder eine große Katze beherbergt, lebt gleichzeitig auf großem Fuß, das nicht. Aber ein paar Dinge gibt es dann schon zu beachten, wenn ich mir dann so ein etwas größeres Tierchen zulege, ne? Auf jeden Fall. Also man sagt ja eh allgemein, bevor ich mir ein Haustier zulege, muss ich darüber mal gut nachdenken, ob das auch alles zu gewährleisten ist. Und bei den großen Rassen kommt eben noch hinzu, dass die natürlich alles in etwas größerer Form benötigen. Also ich brauche das entsprechende Platzangebot, ich brauche das entsprechende Futter in größerer Ausführung, beziehungsweise ich habe den finanziellen Aufwand, der einfach höher ist, weil ich mehr Futter benötige, weil ich das Zubehör in größerer Form benötige und weil die Tierarztkosten natürlich auch etwas höher liegen als bei kleineren Hunden oder Katzen. Jetzt natürlich auch das Platzangebot, also da fängt es ja eigentlich schon an. Wenn ich eine ganz kleine Wohnung habe mitten in der Großstadt, dann ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Idee, sich direkt für die größte Hunderasse oder die größte Katzenrasse zu entscheiden. Also die Voraussetzungen müssen natürlich dafür stimmen und dann kann ich eben anfangen zu planen, mich zu informieren, was brauchen eigentlich diese großen Hunde und großen Katzenrassen und dann geht es eben weiter. Ab wann gilt denn eigentlich ein Hund als groß oder sagen wir mal besonders groß? Genau, also da muss man sich vorstellen, bei Hunden misst man die sogenannte Widerrissgröße. Das geht vom Boden bis zur Schulter und die größten Hunde messen zwischen 60 und 70 Zentimeter Schulterhöhe. Also ab dann gilt ein Hund groß und der größte Hund, der irische Wolfshund, hat sogar eine Größe von 90 Zentimeter die er erreicht. Also der ist schon wirklich auf Augenhöhe mit jemandem. Und von daher, wie gesagt, ist das gut zu überlegen, ob man sich so ein Tier in diesem entsprechenden Format auch halten kann. Ja, also kann dann schon mal passieren, ne? Dann sitzt man beim Essen zusammen und plötzlich taucht genau. Die Hundeschnauze auf und richtig, dann muss man richtig. Das Essen in Sicherheit bringen. Ja, genau. Also gilt es, all das zu berücksichtigen. Bei den Katzen, wie ist es da? Da genau. Ist ja jetzt nicht der Unterschied in Bezug auf die Höhe so enorm, sondern... Genau, da geht es von der Nasen bis zur Schwanzspitze und alles, was größer als 40 cm ist, gilt als groß, wobei man auch sagen muss, dass bei den Hunden, bei den Katzen der Unterschied nicht ganz so groß ist, der Größenunterschied. Also die nähern sich relativ dicht, liegen die beieinander eigentlich. Und jetzt habe ich schon mal das ein oder andere Video gesehen zu Savannah-Katzen beispielsweise. Das ist der ja Klassiker eine der größten Rassen. Die wirken ja schon eher wie so kleine Raubtiere, also wie so Raubkatzen, die man dann eben definitiv, im also Garten würde ich hält. Auch so bezeichnen, genau. Also die haben dann nochmal irgendwie ganz andere Lebensgewohnheiten und auch Ansprüche. Dann gibt es die norwegischen Waldkatzen, die sind auch recht groß. Ne? Ja, wunderbar, genau, wunderschön, wunderschön groß und auch sehr beliebt. Und Maine Coon und Ragdoll, das... Genau, die folgen eigentlich direkt dahinter schon, aber daran kann man auch sehen, die sind eben auch groß, aber die sind schon wieder etwas kleiner eben als Savannah und die norwegische Waldkatze. Von daher, das ist das, was ich eben meinte, dieser Größenunterschied ist bei denen relativ, liegen die dicht beieinander. Ja, angenommen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, habe mir alles durchgelesen, habe mich informiert, war vielleicht auch bei einer Züchterin oder wie auch immer. Und dann soll das Tier einziehen. Auf was kommt es dann alles an? Also dann geht es natürlich los eigentlich bei dem Zubehör. Ne? Also genau, also klar, wie gesagt, Platzangebot. Ich habe für den Hund im optimalsten Fall natürlich einen Garten. Das wäre natürlich bei großen Rassen extrem wichtig. Für die Katze ist das auch ganz schön, aber da wäre zumindest der Balkon auch eine sehr entscheidende Sache. Und dann kommt, was die Katzen anbelangt, das Zubehör. Ja, grundsätzlich natürlich Futternapf und Wassernapf. Da reden wir von normalen Größen, aber die Katzentoilette beispielsweise muss entsprechend groß sein, dass sich diese großen Tiere auch darin bewegen können. Und natürlich der Kratzbaum als klassisches Beispiel, der wirklich schon voluminös durchaus sein darf. Und, also ist da nicht nur so ein kleines Ding, sondern das kann nee, auch das würde, glaube ich, auch unbedingt sogar, weil dieser Kleine würde dann wahrscheinlich auch im Zweifelsfalle sogar umfallen bei dem Gewicht der Katze. Also die müssen auch richtig montiert und befestigt werden. Und da bietet sich natürlich ein Kratzbaum an, den man auch auf Deckenhöhe irgendwo und auch entsprechend fixieren kann, ist da schon optimal. Also das Leben ändert sich natürlich gravierend, wenn ein neues Familienmitglied einzieht, so ist es auch bei Heimtieren und bei den großen Rassen dann nochmal insbesondere. Auf jeden also da Fall, ändert sich genau. Ja dann
ändern sich alle Lebensumstände. Ja, da muss man schon auch, genau, muss man den entsprechenden Platz schaffen. Jetzt ist natürlich das Thema Ernährung auch nochmal ein wichtiges. Also wir haben jetzt hier einige beispielhafte Produkte, wenn es eben um Ernährung geht. Es gibt noch ganz, ganz viele andere verschiedene Produkte und auch Marken, wie man jetzt hier schon unschwer erkennen kann. So ein Snackprodukt kann auch schon mal schnell dann doch ein bisschen größer dimensioniert sein, damit es auch etwas länger vorhält. Darüber hinaus sehe ich aber bei vielen Produkten auch schon direkt Hinweise zu Knorpel- und Gelenkschutz. Es gibt ein Gelenkserum, viele unterschiedliche Dinge. Warum ist das Thema Gelenke da besonders wichtig? Ich denke, da geht es auch ums Wachstum. Genau, also wenn man mal auf die Wachstumsphasen zu sprechen kommt, dann ist das so, dass beispielsweise der Hund Hund ausgewachsen ist zwischen dem 14. und 18. Lebensmonat. Und innerhalb dieser Wachstumsphase, bis er ausgewachsen ist, erreicht er quasi das 70-fache seines Körpergewichts. Und das ist eine Menge. Und da heißt es eben auch, dass das Futter entsprechend angepasst sein muss, damit die nicht zu schnell wachsen, weil dann wirkt sich das einfach negativ auf Gelenke und Muskulatur aus. Und das möchte man ja auf jeden Fall vermeiden. Kann sonst wirklich dann auch im Alter zu hohen oder starken Problemen führen? Definitiv, nicht erst im Alter, sondern das kann dann wirklich auch relativ zügig, gerade bei den großen Hunderassen, schnell sich auswirken, dass einfach da Gelenkprobleme gleich von vornherein einfach dann das Leben begleiten. Also da gilt dann auch im Zoofachhandel oder in dem entsprechenden Online-Shop einfach mal schauen, sich informieren, sich vorher natürlich auch schon mal ein Bild machen, was brauche ich, in welcher Lebensphase, in welcher Altersphase. Und dann macht es natürlich auch Sinn, spezielles Futter dann für größere Rassen zu verfüttern. Genau. Und wer sich da unsicher ist, der kann wirklich auch immer gerne die Mitarbeiter der Märkte fragen. Die sind sehr gut geschult und können da sehr kompetent Auskunft geben. Ja. Und wir wollten auch nochmal aus erster Hand wissen, was hat es eigentlich damit auf sich, wenn ich mich auf große Rassen fokussiere und wenn ich auch eine große Katze zum Beispiel haben möchte. Und Tanja Glebe, die ist eben passionierte Züchterin norwegischer Waldkatzen und eine ausgewiesene Expertin. Und ja, wenn die das nicht weiß, wer soll es sonst wissen? Also haben wir gedacht, wir rufen sie einfach mal an beziehungsweise kontaktieren sie per Videochat. Und wir schauen einfach mal rein ins Interview, das wir mit Frau Glebe geführt haben. Ja, schönen guten Tag, Frau Glebe. Schön, dass es geklappt hat. Tanja Glebe, Züchterin der norwegischen Waldkatzen. Und vielleicht können Sie kurz mal, bevor wir dann auf die norwegische Waldkatze an sich eingehen, ein bisschen was über sich selbst erzählen. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie begonnen haben, wirklich zu züchten? Denn, so hatten wir es im Vorgespräch eben auch schon mal kurz erläutert, das ist ja wirklich ein Fulltime-Job, kann man schon sagen. Schönen guten Tag, Herr Schlöter. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich wollte ich nie züchten. Das war eigentlich nie meine Absicht. Ich bin auf die norwegische Waldkatze gekommen, weil irgendwann mal anstand, irgendwie Katze. Also ich hatte eine Katze gesehen, die fand ich toll, habe dann recherchiert, was es ist. Da kam dann raus, es ist der Maine Coon. Und dann bin ich zu meiner ersten Katzenausstellung gefahren und dann halt, wie man das so macht, so von Käfig zu Käfig geguckt und geschaut. Und irgendwie gefiel mir aber der Norweger besser. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wo finde ich in Wuppertal irgendwo jemand, der solche Tiere hat. Und dann bin ich halt dahin gefahren. Und eigentlich wollte ich ja gar keine Katze kaufen, wie das dann so ist. Und da war aber auch schon klar, niemals eine Katze alleine, immer zu zweit. Und dann hatte ich eben halt ein Geschwisterpärchen. Und dann habe ich gesagt, ich fahre erst mal nach Hause und dann überlege ich nochmal. Aber eigentlich war die Entscheidung schon längst getroffen. Und so bin ich dann zu meinen ersten zwei Katzen, die dann aber auch da hießen Arwen und Aragorn. Und was ich damals auch noch nicht wusste, dass das die Hauptfiguren sind im Herrn der Ringe. Da huscht jetzt gerade eine Katze durch. Das passt zu unserem Thema. Super, sehr schön. Komm her. Oi. Komm her, Muppet. Ja, sie will nicht. Und und dann war das eben so, dass Arwen und Aragorn halt eingezogen sind. Und da muss ich sagen, das waren damals keine seriösen Züchter in diesem Sinne, sodass ich mich um die Papiere der Tiere, weil zu jedem Tier gehört ja ein Stammbaum, ein Impfausweis, darum habe selber kümmern müssen. Und dadurch habe ich die ersten Kontakte quasi zur Zucht geknüpft, aber noch nicht wirklich mit dem Gedanken, auch züchten zu wollen. Und wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt 14 Jahre her. Ah ja. Und und so hat das dann angefangen. Ich bin dann auch zu meiner ersten Katzenausstellung gefahren, weil ich dann Kontakt hatte nicht zu der Züchterin dieser Tiere, sondern wo die Elterntiere her waren. Und die hat dann gesagt, geh doch mal zu einer Ausstellung. Und dann bin ich zu meiner ersten Katzenausstellung gefahren.
Und dann habe ich gleich alles abgeräumt, was nur abzuräumen ging. Und dann stand die Züchter natürlich am Käfig, oh, wann haben Sie Babys und. Dann habe ich gesagt, oh, ich Babys? Niemals, kommt gar nicht in Frage. Aber irgendwo war das dann doch schon irgendwo so drin, so, vielleicht doch. Ja, und dann kam, wie das Schicksal dann sein soll, dann starb der Kater schon mit 1,5 Jahren an einer akuten Herzinsuffizienz. Ich habe den damals obduzieren lassen, weil ich es wissen wollte. Und dann kam auch irgendwo raus, dass auch die Katze nicht gesund sein kann. Mhm. Und ja, und dann habe ich die natürlich zum Herzultraschall mitgenommen. Und dann kam dann halt auch, dass ihr Herzchen auch nicht in Ordnung ist. Mhm. Und dann war dann auch so, das Zucht war dann auch gleich wieder weg. Ne? Mhm. Weil mit kranken Tieren züchtet man nicht, kämpfe mich nicht in Frage, wollte ich auch nicht. Aber ich hatte immer noch Kontakt zu der Züchterin, wo die Tiere eben halt die Elterntiere her waren. Und die hat mich dann mal mitgenommen zu einer anderen Züchterin. So, und dann habe ich da wieder einen Kater gekauft, nachdem der Kater ja dann verstorben war. Und dann habe ich von ihr dann damals dann noch eine Katze dazu gekauft. So, und dann habe ich dann nach und nach, so, was mir dann gefallen hat, dann doch wieder Norweger gekauft. Und habe dann 2007 meinen ersten, beziehungsweise meine ersten 2 Würfe dann gemacht. Und macht man dann natürlich als Züchter nur in einem Verband, seriös, mit Papieren, gemeldet. Die Würfe muss man ja anmelden. Dann wird auch kontrolliert, ob das stimmt mit den Eltern, ob das farblich zusammenpasst. Und dann hat man eben halt auch Papiere für diese Tiere. Ja, und so hat das halt 2007 dann irgendwann angefangen, das Ganze. Ist jetzt inzwischen auch schon eine längere Zeit. Ja, und mittlerweile ist man halt so lange dabei, macht das so lange, hat so viel erlebt. Ja, da steckt man drin, die Tiere sind mehr geworden, eben halt auch, weil mittlerweile viele Kastraten hier bei mir im Rudel leben, die ich dann entweder nicht mehr abgebe, weil sie vielleicht auch nicht mehr gesund sind, und ja, und so wächst dann eben halt so ein Rudel. Ja. An Norwegen. Ja. Sie haben ja jetzt schon ein bisschen was erzählt, was Sie eigentlich besonders fasziniert hat. Aber vielleicht können Sie nochmal zusammenfassen, was ist eigentlich so das Besondere an der norwegischen Waldkatze? Mhm. Wir haben eben schon mal kurz vor dem Gespräch gesagt, das ist die zweitgrößte Katzenrasse der Welt. Ist es dann die imposante Größe? Ist es eben die Erscheinung? Was macht eigentlich die Faszination aus, die viele Menschen dann eben auch der norwegischen Waldkatze gegenüber haben? Ja, gern. Also zum einen ist der Norweger, wie gesagt, sehr groß. Er ist sehr imposant. Dann macht es aber auch seinen Charakter. Also er ist sehr, sehr, sehr menschbezogen. Das ist ganz toll. Viele machen das ja auch, dass sie ihn zum Beispiel an die Leine nehmen und mit ihr spazieren gehen. Das kann man auch nicht mit jeder Katze halt machen. Es ist auch sehr, wie gesagt, die Größe, ne? Weil man hat da wirklich was im Arm. Man hat da was zum Knuddeln im Arm, sage ich jetzt mal einfach so. Und es ist alter Charakter, ne? Dieses wahnsinnige, freundliche, neugierige Wesen dieser Tiere. Und auch für Kinder ganz toll. Ne? Die können den auch mal ins Fell greifen, ohne dass die gleich Katzen schlagen oder beißen. Und das macht sie einfach aus, auch wenn sie jetzt, weiß ich nicht, medizinisch versorgt werden müsste. Die nimmt einem das nicht übel. Ja, das ist schon mal gut, also auch wenn es die Spritze gibt bei der Impfung, das ist kein Problem dann. Nein, überhaupt nicht. Ja. Also meine sind zum Beispiel ganz brav. Ne? Meine Tierärztin freut sich immer, wenn ich komme, weil dann hat sie endlich meine Katze, wo sie keine Bärenhandschuhe anziehen muss, sondern kann sie auf den Tisch setzen. Und kann machen, selbst das Blut abnehmen ohne Probleme. Ja, ja, super. Und letztendlich, Sie haben auch schon gesagt, letztendlich ist dann die norwegische Waldkatze eben wirklich auch sehr gesellig, auch Kindern gegenüber. Was muss ich denn ansonsten beachten, wenn ich dann mir verschiedene Katzenrassen auch mal vor Augen geführt habe und ich mich dafür entschieden habe, schon mehr oder weniger zumindest, was sollte ich mitbringen? Auch vielleicht von den Voraussetzungen zu Hause her, welches Umfeld ist da besonders geeignet und wie mache ich das Umfeld auch entsprechend bereit für eine norwegische Waldkatze? Also da der Norweger ja locker 2 Meter aus den Hinterbeinen springen kann, ist es immer ganz gut, einen vernünftigen, gescheiten Kratzbaum zu haben. Ne, damit einfach die Möbel ganz bleiben und er auch wirklich sich in voller Größe dranhängen kann an den Kratzbaum zum Krallenschärfen. Dadurch, dass er sehr gesellig ist, niemals Einzelkatze, immer Zweitkatze, immer zu zweit. Und ja, gut, wenn die klein sind, spielen die gerne.
also viel Spielzeug muss her, wenn die älter sind, halt nicht mehr. Gut, ein vernetzter Balkon ist natürlich toll, wenn es den gibt. Man kann sie aber auch, habe ich schon erzählt, an die Leine gewöhnen. Mit, wenn sie klein sind, direkt ans Geschirr. Kann man durchaus machen, ist kein Problem. Ja, und was ich halt wichtig finde, ist halt niemals alleine. Das kann ich nicht oft genug sagen, weil ganz viele immer anfragen, ja eine, wo ich immer sagen muss, nein. Ne? Und dann heißt es immer, ja, aber die Katze lebt doch alleine. Nein, die Katze lebt nicht alleine. Die Katze ist ein Einzeljäger, aber sie ist ein sehr soziales Wesen und lebt im Rudel. Also das ist schon mal wichtig. Würden Sie sagen, es gibt, wenn man jetzt sagt, ich entscheide mich dann für ein Pärchen, gibt es da bestimmte Mindestvoraussetzungen? Weil es bringt sicherlich nichts, wenn ich in einer kleinen Single-Einzimmerwohnung wohne und keinen Balkon habe und dann sage, jetzt will ich auch noch zwei norwegische Waldkatzen hier haben. Also bestimmte Voraussetzungen sollte man doch dann sicher schon mitbringen, dass man eine bestimmte Größe der Wohnung oder des Hauses hat. Naja, also sagen wir mal, 10 Quadratmeter für zwei Norweger wäre schon arg. Ne? So, und das würde ich bestimmt, da würde ich sagen, nee, also das funktioniert nicht. Ich kann aber jetzt gar nicht sagen, wie groß die Wohnung sein soll, weil es kommt ja darauf an, wie kann ich die Tiere beschäftigen. Ne? Wenn ich also schöne Klettermöglichkeiten habe, da die Abwechslung habe, auch verschiedene Etagen vielleicht im Kratzbaum, dann ist der Norweger schon glücklich. Habe ich ein Fenster, ein großes, wo er rausgucken kann, habe ich die Möglichkeit, vielleicht ein Fenster aufzumachen und das sicher zu machen, gibt es ja heute mit verschiedenen Möglichkeiten, ist auch das in Ordnung. Ich werde ganz oft gefragt, ja, muss ich denn einen Balkon haben? Nein, ich habe ganz viele auch Tiere vermittelt, wo es halt nicht ist, aber dementsprechend sind dann vielleicht auch verschiedene Zimmer, ne, auch wo die Tiere sich zurückziehen können und eben halt Kletter- und Kratzmöglichkeiten. Das finde ich wichtig dann für den Norweger. Also wirklich eine gezielte und eine schöne Auslastung, die soll es natürlich auch geben. Gerade am Anfang muss ich mich sicherlich auch spieltechnisch noch ein bisschen mehr beschäftigen, aber letztendlich beschäftigen sich die beiden natürlich dann auch mit ihren Spielsachen auch so schon mal, ne? Und pfeffern die. Mit, vor allen Dingen miteinander dann. Ne? Ja. Und das ist eben halt dieser soziale Kontakt, dieses gegenseitige Putzen, sich jagen, ne? Und Kräfte messen. Das ist eben halt das, was die brauchen dann auch zu zweit. Ja, Sie haben eben auch schon viel darüber erzählt, über Ihre eigenen Erfahrungen als Züchterin. Sie haben aber auch jetzt am Rande mal erwähnt, dass, wenn ich dann die Tiere vermittle. Gibt es da auch bestimmte Voraussetzungen? Also Sie schauen sich dann schon diejenigen, die dann sagen, ja, ich hätte gern eben zwei Tiere, schauen Sie sich die dann auch etwas genauer an, die Menschen, die sich dafür interessieren? Und wie ist so der Ablauf? Ne, meistens ist es ja so, die Leute rufen an, haben das irgendwo gelesen, dass es Welpen gibt und die kommen dann her. Und ich finde es ganz wichtig, vor allen Dingen, dass auch die Leute dann ganz viel fragen. Ich finde, es muss so sein, dass sie dem Züchter Löcher in den Bauch fragen dürfen. Das finde ich wichtig. Und das muss schon sein. Und dann merkt man ja schon so, ja, stimmt die Chemie, kommt man miteinander klar. Dann die Leute erzählen dann auch, wie sie wohnen. Und vielleicht ist ja auch schon eine Katze da oder ist einer verstorben, da soll wieder jemand zu. Oder es sind halt doch wo ganz neu zwei einziehen. Ich lasse die Leute immer viel erzählen, ne, wie sie wohnen, wie sie leben. Und dann mache ich es auch so, dass wenn ich es kann, ich immer meine Tiere in ihr neues Zuhause bringe. Mhm. Ne, um dann halt auch zu gucken, wie ist das, stimmt das alles so und wie gehen die Leute damit um und so weiter. Es ist immer schwierig und ich habe die Erfahrung gemacht und auch meine Züchterkollegen, die das jetzt schon länger machen, je länger man das macht, umso mehr schaut man. Es ist einfach so, ich kann das nicht erklären und dann, wenn man so das selber für sich das Bauchgefühl hat, das passt nicht, dann lässt man das auch. Ja. Gut, das hat jetzt nicht gepasst. Kommt jemand anders, wo es besser passt. Aber das ist ja auch vernünftig und verantwortungsvoll. Aber letztendlich, ich habe eben auch mal so ein bisschen gegoogelt und wenn man Ihren Namen googelt, dann kommt man ja sehr schnell auch auf Ihre Seite und da haben Sie ja regelmäßig auch Neuigkeiten, also auch sobald ein neuer Wurf da ist, dann können Interessentinnen, Interessenten auf Sie zukommen und dann sagen, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau.
Ja, sehr gut. Also es geht erstmal viel über Telefon, ne? Man spricht ein bisschen miteinander oder ich kriege eine E-Mail, Interesse, dann sage ich, ja, rufen Sie mich, weil E-Mail schreiben, ne? Stimme hören, sprechen, da kann man viel mehr erfahren. So. Und dann kann man sagen, so, wenn das passt und wenn Sie Lust haben und Zeit haben, ich habe gerade Würfe, kommen Sie vorbei, gucken Sie sich das an, gefällt Ihnen das, passt Ihnen das, so wie die Tiere aufwachsen, ne? So mein Umfeld, wie die Tiere leben, wie ich damit umgehe und dann sieht man halt weiter. Sehr gut. Und wenn die Chemie stimmt zwischen sowohl Ihnen als auch den neuen Besitzerinnen, aber auch in Bezug auf natürlich die Tiere, die dann ja zu vermitteln sind oder die es dann eben, die in eine neue Familie kommen, dann steht dem nichts im Wege. Gibt es vielleicht abschließend noch Ihrerseits ein paar Tipps, wenn ich dann mich schon für eine so große Rasse entscheide, muss ich, abgesehen jetzt von den Kratzbäumen, die entsprechend dimensioniert sein müssen und vom Spielzeug, muss ich sonst vielleicht irgendwas beachten? Weil ich denke, gerade so Fellpflege ist natürlich auch ein wichtiges Thema, ne? Ah ja, eigentlich ist der Norweger mit der Fellpflege gar nicht so heikel. Zum Fellwechsel, Sommer, Winter, Winter, Sommer, da hat er natürlich besonders und da tut man ihm auch Gutes, wenn man ihn kämmt, weil so viel Haare raus, selber putzen kann er gar nicht, die dann rauskommen. Da ist schon eine Hilfe, wenn man dann kämmt. Sicherlich ist es wichtig, wenn ich dann zum Tierarzt muss, auch eine gescheite Transportbox zu haben. Das fällt mir nämlich immer wieder auf, dass diese großen Katzen in viel zu kleine Boxen gestopft werden, was ich ganz schrecklich finde. Das finde ich ist auch wichtig, darauf zu achten, zu denken, also ne, ich muss da in größeren Dimensionen denken. Futter ist, finde ich, auch wichtig, dass man eine ausgewogene Ernährung macht. Ich muss sagen, ich als Züchter, ich fütter querbeet. Ich sage mal so locker, von McDonald's bis ganz qualitativ hochwertig ist alles drin, kann man alles machen. Man muss eben halt nur dieses Verhältnis immer beibehalten. Ja. Und wer dann lieber gerne roh füttert, kann auch das gerne tun. Aber es sollte schon vernünftiges Futter sein, weil es ist einmal für das ganze Tier, für das ganze Immunsystem, für das ganze Fell und vor allen Dingen für das ganze Leben halt ganz wichtig. Ja. Wunderbar, das ist auch ein schönes Schlusswort. Frau Glebe, herzlichen Dank. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen noch Interesse haben, können die Sie wo im Internet erreichen? Vielleicht können Sie noch kurz Ihre Website nennen. Ja, das ist ja ein bisschen kompliziert. Das ist www.kerin-ambots-nfo.de oder Sie gehen einfach über meinen Namen. Ich denke mir, das ist einfacher. Tanja Glebe und norwegische Waldkatzen, vielleicht noch Wuppertal dabei. Ich glaube, dann bin ich einfacher zu finden als jetzt mit diesem Website-Namen. Das stimmt. Also ich habe Sie sofort über die Google-Suche erwischt. Also ja, kein Problem. Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag nach Wuppertal. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön. Ja, das war spannend, was uns da Tanja Glebe erzählt hat. Wirklich beeindruckende Tiere, die sie da züchtet. Ich muss ja gestehen, ich finde die auch wirklich sehr, sehr schön, die norwegischen Waldkatzen. Ja. Aber ich denke, da ist auch nochmal eine besondere Pflege erforderlich, auch was zum Beispiel das Fell anbelangt. Natürlich, klar, das ist natürlich dann auch, also das leisten die Tiere nicht alleine, da muss man mit entsprechenden Materialien, sprich Bürsten, auch nachhelfen. Und regelmäßig, genau. Da hat dann die Schönheit auch entsprechend ihren Pflegepreis oder ihren Aufwand. Auf jeden Fall. Aber es macht ja auch Spaß. Also wenn ihr euch dafür entschieden habt und entscheidet, dann ist das sicherlich auch eine Entscheidung, die ihr nicht bereuen werdet. Aber wir wollten heute auch niemandem Angst machen, aber darauf hinweisen, die Voraussetzungen müssen erstmal erfüllt sein. Das ist natürlich schon mal wichtig. Ein Thema noch, vielleicht zum Abschluss, was uns besonders am Herzen liegt, was Zookauf auch besonders am Herzen liegt, das ist das Thema Tierschutz. Denn gerade jetzt in Corona-Zeiten klagen auch viele Tierheime darüber, dass sie eben so wenig Spenden bekommen oder weniger Spenden zumindest bekommen, auch wenn die Vermittlungszahl teilweise bei manchen Tierheimen örtlich sehr in die Höhe gegangen ist. Leider auch die Zahl der Tiere, die dann eben jetzt in der Urlaubssaison wieder zurückgenommen werden mussten. Ja, und um die Not in Corona-Zeiten, die Not der Tierheime in Corona-Zeiten zu mindern, unterstützen Zookauf und Goodie Friends eben den Tierschutz. Also jedes Produkt, das auf www.goodiefriends.de verkauft wird, das kommt eben auch indirekt dem Tierschutz zugute, denn von jedem Verkauf geht ein bestimmter Prozentsatz eben auch direkt an den Tierschutz. Auf diese Weise sind jetzt in letzter Zeit von Zookauf und Goodie Friends und verschiedenen Herstellern, die das Ganze mit unterstützen, auch schon mehrere Paletten an Tierheimen
Heime verschickt worden. Und schaut dort einfach mal gerne interessehalber vorbei. Ihr seht dort auch einen NAF-Standzähler. Also ihr könnt dann auch sehen, wie viele Näpfe für bedürftige Katzen und bedürftige Hunde auch schon befüllt wurden. Ist schon eine sehr beeindruckende Zahl zusammengekommen. Also gern einfach mal reinschauen und das Projekt mit unterstützen. Unbedingt eine gute Sache und hilft Tieren in Not in jedem Fall. Ja, Gabi, jetzt ist unsere Zeit für heute schon wieder abgelaufen, schon wieder alles um. Es war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Ich hoffe euch natürlich auch. Also ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können. Vielleicht befindet sich unter euch ja auch die eine oder der andere Besitzerin oder Besitzer angehend einer norwegischen Waldkatze oder eines großen Rhodesian Ridgeback oder anderer großer Rassen. Genau. In diesem Sinne, wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund, ihr und natürlich auch eure tierischen Freunde. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinklickt. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.